Erik Zalber. Dankeschön für das große Trinkgeld. Allerdings muss ich Ihnen noch eine kleine Rechnung ausstellen. Ja, mit Sicherheit. Ich zahle bar und Sie stellen mir eine Rechnung aus. Mach Augen zu, Kollege. So, ich wünsch was, ne? Scheiße, ich brauche Essen. Sonst werde ich verhungern. Bartas hat Hunger. Viel. Oh oh. Hey, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the fast sticky. Come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the fast sticky. Come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? Ich hab mal ein Gefährt. Ein wunderschöner Vater. Also, so, alles ging heute schief, ja, Kochstream, Hackfleisch, VR-Stream, kein Plugin funktioniert, RP-Stream, kein Upload, Twitch-Chat, der immer noch nicht versteht, dass ich selber sehe, wie mein Stream aussieht und dementsprechend weiß, dass mein Greenscreen oben ist. Alles heute geht schief. Ja, Zuschauer, die schon lange RP gucken, die immer noch BSG betreiben, Alter. Alles heute. Deswegen, weil alles heute schief geht, haben wir Glück im Spiel. BAM! BAM! $80,000! $80,000! Einmal drehen, weil, weil, also die 2 Minuten macht auch nicht, bis wir im Krankenhaus sind. Weil alles schief geht, ja, Glück im Spiel, deswegen einmal drehen kurz. Wirklich von 40.000 auf $80,000, Bruder. $78,000. $77,000. Ja, ich meine natürlich $83,000. Ja, easy, Leute, wir gehen jetzt mit 82.000 hier raus. 40.000 rein, 82.000 raus, Alter. Also, komm. Ja? Nicht alles lief kacke heute. Feier Butters. Bitte? Der Rossi ist für Sie da. Der wer? Der Dulli, der für ihn, für Sie was besorgen sollte. Ah, ja. Herr Dulli. Rossi, schönen guten Tag. Ja. Guten Tag, ich bin wegen dem Auftrag hier. Ich konnte gestern niemanden hier im Casino erwischen. Jetzt bin ich heute Morgen im Krankenhaus aufgewacht und weiß nicht mehr wirklich was. Also es scheint, als hätte ich den Auftrag auf jeden Fall nicht erfüllen können. Das ist aber sehr bedauerlich, dass Sie den Auftrag nicht erfüllen können. Das ist sehr mutig, dass Sie hier hinkommen und mir das ins Gesicht sagen. Also ich mache... Okay, vielleicht ist das jetzt auch... Aber ich hoffe, dass es kein Fehler war, weil ich habe Sie einmal... massiv enttäuscht, indem ich nicht aufgetaucht bin und ja, jetzt sage ich Ihnen das lieber direkt. Ich komme später auf Sie zurück, Herr Dulli. Ich muss einmal ganz kurz zum Krankenhaus. Einer meiner Leute liegt dort. Wenn Sie den Herrn Schemmer meint, der ist schon wieder draußen. Wieder ist draußen. Der ist gestern wieder rausgekommen. Der Unfall war zwischen Donnerstag und Freitag. Das könnte ich mal noch selber sagen. Ja, bitte. Was hast du im Krankenhaus gemacht? Was hast du angestellt und warum? Ich wollte gerade zum Krankenhaus fahren, aber dann sagte man mir, dass du schon wieder draußen bist. Ich hätte gleich noch was. Ja, das war vor 2 Tagen. Also Michael hat es mir gestern nochmal vernünftig erzählt, weil irgendwie konnte ich mir das nicht mehr so ganz vorstellen. Also ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, aber wir sind mit dem Bartens Auto gefahren, hier diesen Aston Martin, dieses schnelle Ding da, was der hat. Mhm. Ja, und wir sind einen Highway hoch und Michael ist da so mit 400 über den Highway geballert. Und ich bin dann halt zurück. Hab dann Höhe State die Kontrolle verloren und bin dann so rechts den Berg hochgeflogen und ab dem Punkt wusste ich nichts mehr und dann hat Michael mir gesagt, irgendwie wir sind auf meiner Seite, also auf der Fahrerseite aufgekommen. Die Karosserie hat sich verzogen, ich war eingeklemmt und hab wohl öfters das Bewusstsein verloren und ja. Aber du bist wieder auf den Beinen jetzt. Ich bin wieder auf den Beinen, ja. Kommen wir zum Casino, hier ist ein Dulli, der uns was erzählen möchte. Ja, kann ich machen. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Komm, please. Oh, yes! Woo! Das neue Arschloch ist da! hier ist ein Bug. Ich bin jetzt mit dem Fahrstuhl irgendwie zu hoch gefahren. Hä? Bist du nicht da runtergegangen? Ich habe Fahrstuhlparty gespielt. Fahrstuhlparty? Ja, komm mit.
Ich habe scheinbar auf den falschen Fahrstuhlknopf gedrückt. Neues Auto oder was? Wait, what? Na komm. Was zur Hölle? Darf ich vorstellen, das neue Arschloch. Was? What the fuck? Naja, wir haben doch gesagt, wir brauchen ein neues Arschloch. Wir haben Fahrstuhl, Ausfahrten, später das, ja, allerdings sind die Fahrstuhlknöpfe irgendwie noch alle ein bisschen komisch aktuell. Boah, wie geil ist das denn bitte? Aber das alte Arschloch damals war halt schon ziemlich geil, ne? Und, naja, das ist halt... Das hat so ein bisschen Feeling vom alten Arschloch. Ja, aber das ist halt das Diamonds-Arschloch. Aha. Ja, ich sag ja, die Fahrstühle, das ist gerade noch beschwierigt. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. Oh, wir müssen, ne? Wir haben Baten. Joa, teuer für Müllabfuhr. Das sieht tatsächlich scheiße aus. Ja, das wollte ich dem nur nicht gesagt haben, dass das scheiße aussieht. Ja, aber das sieht super scheiße aus. Ja. Oh, Herr Barton! Das ist Ansichtssache, hallo, oder? Hallo, das ist... Ein wunderschön. Herr Barton, Ihr Auto sieht scheiße aus. Das ist Ansichtssache. Warum haben Sie so ein schönes Auto orange gemacht? Das kann ich Ihnen verraten, weil ich darauf warte, dass die Orangen mich ankacken. ich arbeite gerade an Ihren Escalades. Eigentlich. Ja, 4, ne? Ja. Das Problem ist, ich habe gar nicht genug... Haben wir wenigstens genug Mitarbeiter, um die abzuholen, Luis? Ja. Und den RS5 habe ich tatsächlich auch schon fertig. Was ist das überhaupt? Das ist gut. Dann kommen Sie mit. Ja, ich weiß, dass das ein Audi ist, aber ich kann mich tatsächlich nicht an die Karre erinnern. Das Ding? Mhm. Das hier rechts ist ein RS5, ja. Warum will man das denn haben? Weil meinst du, wie die Leute da drauf steil gehen? Warum? Weil die da auf alle drauf steil gehen. Ja, aber das ist ein Audi. Halt ein Audi. Ja, aber da gehen die alle drauf steil. Auf ein Audi? Ja. Okay. WTF. Was das ist das? Das wirkt mir auch ein bisschen... Und das warum? Das ist ein Aston Martin. Warum ist das, was immer es ist? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, Barton, das ist doch das einzige Auto, was Barton nicht verkauft bekommt. Das Ding ist nur, ich möchte eine Probefahrt machen. Was zum Teufel ist das? Ein Aston Martin Signet. Ein was für ein Ding? Ein Aston Martin warum Signet. Warum haben Sie sowas? Das ist quasi der Luxus-Twingo. Warum zum Fick haben Sie das? Ach, ich mache Ihnen Scheiße. Das rechte Tor auf. Dieses Ding ist so klein. Ich hab keinen Platz. Herr Baden, wenn ich in dem Ding sterbe, ich feier Ihnen ein Viertel vom Casino. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a ich hab das Gefühl, right? Ich sitze in einem Schuh. That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Alles gut? Alles gut. Bisschen Bier hier drin. Ah, alles gut. Sportsitze, doppelter Gurt und Überrollbügel, kann nichts passieren. Ja. Andere Leute machen hier irgendwelche Derbyfahrten mit dem Ding. Aber so können wir den nicht zurückgeben. Guck dir das mal an. Ach du Scheiße. Wir sollten vielleicht einen ACLS rufen. Ja. Lass uns den kurz da vorne auf den Parkplatz stellen. Das Problem ist, wir können den nicht ausmachen. Ist der Tank voll? Also Nadelzeichner war an, wenn die gerade Schlag weggekriegt hat gerade. Ich würde $10,000 verwetten, dass du den Rollstuhlweg hochfahren könntest am PD. Telefonleitzentrale des ACLS, wenn Sie im Apparat, wie kann ich weiterhelfen? Ja, hier ist FIB Agent Müller. Können Sie mal bitte zum Polizeipräsidium kommen? Wir hätten dann dringend einen Reparaturfall, bevor wir wieder auf Einsatz müssen. Okay, um welches Fahrzeug handelt es sich denn? Ja, es handelt sich um ein Undercover-Fahrzeug, einen Aston Martin, aber so einen kleinen. Sieht aus wie ein Smart. Okay. Was ist daran beschädigt? Könnt ihr das von außen sehen? Ja, das Hecken ist ein bisschen zerbeult. Da ist irgendwie der Fahrer von dem Fahrzeug einer Mauer ziemlich nahe gekommen. Dann bitte ich Sie einmal ein Dispatch zu schicken und aber natürlich, ich komme vorbei. Aber klar, bis gleich.
Jo, bis gleich, Tulu. Der sollte wissen, dass es dringlich ist. Aber wenn wir jetzt gleich hier stehen, der kommt hier, weißt du, also dann ist es auch egal. Hauptsache, der kommt schnell. Ja. War ja klar, dass dann jetzt wieder Cops kommen müssen. Ich überlege, ob ich den kaufe, um den Lea zu schicken. Ich mach den pink und schenk den Lea. Ich glaube, der kostet auch gar nicht so viel. Aber bisher wollte halt da keiner Geld für ausgeben. Natürlich nicht. Es sieht aus wie ein Schuh. Ehrlich, ich hätte mir den gekauft als Spaßmobil. Es sieht aus wie ein fucking Schuh. Da kommt Lieutenant Adler. Guten Tag, Herr Adler. Hallo. Kann man Ihnen irgendwie weiter? Nö. Der ACLS ist auf dem Weg. Ja, was haben Sie mit dem Flugzeug gemacht? Kaputt. Ah ja. Also tatsächlich verkehrt rum gegen eine Wand gesetzt. Hallo, Jo. Schönen guten Tag, Jo. Hallo. Also, wenn Sie sich für dieses super Traumauto interessieren, bei Herr Barton können Sie das noch erwerben. Wir haben leider kein Interesse, das käuflich zu erwerben. Hm. Können Sie nicht verstehen, warum, oder? Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum. Dabei ist das so ein Traum von Fahrzeug. Hey, Job, irgendwie sehe ich Sie da drin. Nee, wer ist mit so wenig Knautschzone vorne? Einmal einen schönen guten Tag. Ja, das ist das zauberhafte Stück Metall, um das es geht. Mögen Sie einmal die Kofferraumklappe hinten öffnen, wenn das geht? Aber natürlich. Das sieht halt. Aha, passt da rein, ein Stück Papier. Ja, das, ach du Scheiße, das ganze Styropor da hinten, das ist zur, also, ja. Damit da überhaupt die Knautschzone ist. Das weiß ich auch nicht, wofür das ist. Das ist noch neu, das Wort vergessen rauszunehmen. Das wird in einer Plastikverpackung geliefert. Also wie Sie hier sehen können, in der ist nur aus Schaumstoff. Ach du Scheiße. Äußerst schön. Ja, das ist halt Ultraleichtbau. Genau. Deswegen bringt das Ding tatsächlich auch 250 Stundenkilometer auf dem Tacho. Ja. Weil eben halt Angst in so einem Auto. Alles, was schwer ist, wurde halt ausgebaut, wurde halt gegen Schaumstoff ersetzt. Das Problem ist, wenn Sie das Lenkrad zu feste drücken, dann geht das halt kaputt. Von 0 auf 100, 3,8 Sekunden. So, wie sieht's aus? Sieht soweit gut aus. Ah. Hinten im Kofferraum ist ordentlich PU-Schrauben drinne. Aha. Das dürfte hoffentlich nicht auffallen. Nein, das dürfte er nicht. Ich selber. Ding, danke schön für das große Trinkgeld. Jo. Allerdings müsste ich Ihnen noch eine kleine Rechnung ausstellen. Ja, mit Sicherheit. Ich zahle bar und Sie stellen mir eine Rechnung aus. Mach Augen zu, Kollege. So, ich wünsche was, ne? Tschüss. Ja, okay. Ja gut, dann ich sag dir Bescheid. Wann soll das sein? Um 21 Uhr. Oh. Au. Ich hab vielleicht gerade gegen das Armaturenbrett gehauen und vielleicht ist da jetzt noch dann. Weil das aus Schaumstoff ist. Luis? Hm? Halt mal den Scheibenwischerhebel. Ja, hier. Warte mal. Warte mal. Spucke. Oh, ja, warte hier, halt mal den Blinker. Oh Gott, nein. Und hier. Halt mal bitte den Regler vom automatischen Fensterheber. Oh. Wo ist die Stoßstange? Die liegt da hinten auf der Wiese. Die wurde uns geklaut auf der Fahrt hierhin. Oh oh, da hinten ist Barton. Wo denn? Da hinten rechts. Wer kommt auf uns zu? Er kommt immer näher. Wir müssen uns was einfallen lassen. Schmeiß die Hebel und die ganzen Knöpfe aus meinem Fenster raus. Schmeiß einfach alles auf die Wiese. Alles, weg. Okay. Den Hebel von der Handbremse, schmeiß den auch. Oh, scheiße. Schmeiß die Handbremse weg. Ja, hab ich. Hallo, Herr Barton. Hallo, Herr Barton, ich grüße Sie. Ein wunderschönes. Ja, hey. Also so, das Auto war ja schon immer klein, aber zumindest ein paar Zentimeter größer war das schon mal. Ja, möglicherweise. Also, passen Sie auf, ist es Folgendes passiert. Wir haben hier geparkt auf der Wiese und es kamen ein paar Leute vorbei mit Akkuschraubern in den Händen, die die Frontstoßstange abmontiert haben. Und wir konnten nichts dagegen machen.
Es waren so viele, dass wir uns nicht zur Wehr setzen konnten. Wären wir ausgestiegen, hätten wir es nur riskiert, dass wir verletzt werden am Ende. Naja, komm, sind wir ehrlich. Wir wollten eigentlich aussteigen, aber weil wir mit so voller Elan waren, haben wir eventuell die Türgriffe abgerissen, weil das hier alles aus Schaumstoff drin ist. Sie können sich das ersparen, das Ding ist versichert. Ja, dann ist das vielleicht der zweite Unfall, den wir hatten. Das, der zweite? Okay. Alles klar. Der wurde schon mal notdürftig wieder zusammengepflegt. Vom ACLS. Eventuell muss der getankt werden. Das hat mich $10,000 gekostet. Wahrscheinlich so viel, wie das Auto wert ist. Am besten so schnell wie möglich ins Autohaus, weil da kann ich den im Zweifel irgendwann tanken. Schönes Auto, Herr Barton. Doch. Sehr ansprechendes Fahrzeug. Wie viel soll der denn kosten? Was der kosten soll? Was willst du damit? Ja. Mach das nicht. Ich will nur wissen, nicht mehr kostet. Achso. Wie viel kostet der? Also, wenn das Ding auch noch in Vollausstattung kommt, da alles dran gemacht ist und das tatsächlich auch erst warten ist, kostet das Ding 200.000. Das kriegst du nie im Leben verkauft. Ich krieg das auch nie im Leben verkauft, aber so, was soll ich machen? Ich kann auch schlecht Minus mit der Karre machen. Ich würde den noch nicht mal kaufen, wenn du mir den sagen würdest für 50.000. Ich auch nicht. Ich würd für 10 würde ich mich drauf einlassen. Nee. Der einzige Pluspunkt von diesem Ding ist, dass man damit den einen oder anderen auf der Autobahn stehen lassen kann. Der ist nicht erwartet. Mhm. Also, der andere Pluspunkt ist natürlich noch, also ich meine, wenn man sich das hier mal anschaut, also wenn man, machen Sie mal den Kofferraum auf. Die Einkäufe werden halt günstig, ne? So eine kleine 5-Minuten-Terrine passt also rein. Es ist halt klein, es hat aber sogar Rücksitze, ja? Die darf man nicht außer Acht lassen. Ja, wo halt das keiner hinkommt aufgrund des Überrollbügels. Ich frag mich auch, was Aston Martin sich dabei gedacht hat, aber gut. Nichts. Rein nichts. Ja, nee, scheinbar nicht. Gut. Ich glaube, der Ingenieur war besoffen, als er das gemacht hat. Wahrscheinlich. Gut.